Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Among Us zusammen mit Lexi, Monty, Leon und Conny. Aber Conny ist gerade nicht da, der kommt gleich auch in die Runde rein. Bis gleich. Ja, gut, ne? Also. Das bloß wieder war. Ich renn nach links, dann kommt auch das Herzchen, dann laufe ich zurück und dann liegt er da einfach mitten im Speisesaal. Also, Leute, das ist ich weiß jetzt nicht, wer das war. Einfach, weil ich Hass habe. Wer das gut gewesen also. Du darfst den umbringst und danach reportest. Nein. Ja, ich hab mir da erst nachdem ich ihn gekillt habe aufgefallen, scheiße, die kleben zusammen. Wir sind beide an Ostindien gewesen. Das war eine Schweine. Lexi, also an deinem Imposter-Skill musst du nur arbeiten. Obwohl am Anfang war der Arbeit musst du ran. Aber heute probiere ich Sachen aus, das funktioniert nicht, ich probiere Sachen aus. Ja, das nicht. Ich probiere einfach einmal den Kill und sagen so, also Liam, der war da, das ist insane. Ich kann mich ja auch währenddessen muten und ich kann ja so reden. Das stimmt. Dann machen wir das nämlich so. Oh Leute, nehme ich überhaupt auf? Ja, nehme ich. Gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist Phoebe. Ja, wir machen jetzt die Aufgaben. Oh Gott, ey. Aber das ist eigentlich alles ganz gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal nach rechts. Ich denke, es ist auch schon jemand tot. Soll ich das hier machen einfach? Oder nicht? Nee, komm. Ich mach mal eben hier die Aufgabe noch hier zu Ende. Oh nein, die dauert lange. Okay, da hat gerade jemand eins gemacht. Was gibt's? Ja, welcher ist es? Was gibt's? Wo lag denn die Leiche? Das war ein Emergency Call. Aber ich habe gesehen, dass Lexi auf dem Blend stand und einen Task gemacht hat. Und das heißt... Ich war im Emergency Room die ganze Zeit. Und Phoebe hätte mich safe killen können, also das war... Also ganz ehrlich, einer von euch beiden lügt auf jeden Fall. Ich würde sagen, Moritz Ross muss es nehmen. Ich verspreche, einer von euch beiden lügt. Ja, das kann ja sein, aber... Bei Phoebe und ich, weißt du, wir hätten uns so easy killen können, das war echt creepy, ich hab so... Aber er hat... Lexi, vielleicht hatte er Cooldown. Er kann den Task nicht machen, wenn sie auf den Bench geht. Als Imposter. Ja, vielleicht stand sie da auch einfach nur auf Kai rum. Nein, ist vorbewegt. Am Timer. Vor allem glaube ich, los jetzt. Okay, einer von euch beiden ist auf jeden Fall lost. Pöbel lässt sich wieder verarschen. Ist ja letztlich. Egal. Danke, Marco. Kein Ding. Tschüss. Hast du mich gekillt? Wenn 5 oder mal muss das sein können. Weil ich Cooldown hatte. Wie sie auch einfach 3 aber ihre Pistole würden. Ja, ich sag doch am Anfang, mach Timeout ist Lexi. Mir glaubt wieder keiner. Ja, ich hab Lexi oder Phoebe gesagt. Okay. Wow, gut. Ich wollte hier auf den roten Knopf. Aber. Ja, ich hab auch kurz überlegt, ob ich da dran gehen soll, aber naja. Er war schlecht. So. Und ich sag euch was, es ist wieder Lexi. Das kann gut sein. Ich glaube, so oft. Falsch Richtung. Und wäre das kein Zufall. Thank you.
Achso, ich kann ja reden. Oh Mann, ey. Mann, Marco glaubt mir hier in dem Spiel nie tatsächlich. Das ist echt traurig. Der sollte mir einfach mal wirklich vertrauen. Ja? Dass ich es nicht bin. Ich war jetzt noch keinmal hier im Poster. Das macht mich auch traurig, Leute. Ach, da war noch was. Ich mach mal eben den Call hier. Ich glaube nämlich, jemand ist tot. Ja, gut, ne? Oh, ich wollte gerade den Call machen. Warum? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich vielleicht hast du jemanden getötet. Ja, weißt du, ein Cooldown von 25. Nummer 30. Hast ich du alle getötet oder was los? Wenn irgendwann die Emergency Call, ich weiß nicht, ob ich die callen sollte. Außer einfach so. Das kommt nicht gut, glaube ich. Weil, naja, so nach 2 Minuten dachte ich, komm, kann ich es auch mal machen. Echt ist das? Naja, diesmal ist es der Granger. Nee, die ist es. Nochmal Phoebe. Ja, ich bin's. Scheiße. Naja, mal gucken. Ertaft, fuck. Ich war am Wenden, ne? Ja. Ja, scheiße. Hab gesehen, wie du deine Mordwaffe schon rausgeholt hast. Ja, genau. Fuck. Du toll. Ich bin da runtergefallen, kacke. Du hast meinen Kopf nicht weit genug umgedreht. Ja, scheiße. Hat er gesehen. Hab ich überlebt. So, ich warte jetzt hier und dann töte ich jemanden. So, gewonnen. Oh, geh nicht dahin. Ich hatte gerade meinen Tag fertig, ich war gerade am Ende gewesen. Ja, was weiß ich nicht. Jetzt einfach nicht chillen müssen. Ich frage mich, warum du immer noch nicht fertig bist. Bist du irgendwie langsam im Task machen? Ich wusste, Kabel so machen, langsam. Downloaden, uploaden und das Power konvertieren. Muss ja das Schiff halbe Schiff rennen. Ja, dann mach dir schlaue Sachen. Du weißt ja, wo was ist. Okay, wir sind wieder ein Unschuldiger. Wo ist es? Und reparieren jetzt hier wieder alles. Ich muss nach da oben. Das ist eine Frage. In der Cafeteria. Ist okay. Download. Hier ist alle reporten. Und Lexi will uns reporten. Tot um. Okay, sehr nett auf jeden Fall. Oh, wieder diese Lichter. Die Lichter nerven mich tatsächlich ein bisschen. So, aber wir gehen erstmal hier hin. Liegt nämlich auf dem Weg. Nochmal uploaden. Uploaden finde ich immer am nervigsten, weil da kannst du nicht so schnell unterbrechen. Weil es kostet Zeit. Es kostet einfach Zeit, das immer zu machen. So. Machen wir noch die hier. Fixen können wir da ja auch noch. Ah, komm. Ich gehe jetzt mal dahin. Und hier ist niemand. So. Oh Gott, Leon ist da. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. So. Oh, Lexi ist aber da. Mann, die, wie man soll, dass du es bist, ne? Aber warum ist nicht rein? Hast du mich gesehen darin oder was ist los? Was? Hast du mich gesehen da drin oder was ist los? Ich wusste, dass du da drin bist.
als ich vorbeigegangen bin. Mir war so klar, dass du es sahst, dass ihr euch nicht versteckt und nicht auf den linearen Rennen. Ist so oben und killst mich. Mann. Ja, so schwierig. Da habe ich Lexi einfach outplayed. Ich habe das Licht ausgemacht. Lexi kam hinter mir her. Aber ich verstecke mich in der Nische. Sie kann mich nicht sehen. Und dann turn ich zu drüber und stich ihn ab. Hab ich gesehen. Tat weh irgendwie. So, okay, Mann, wir haben gerade leider verloren. Da war Leon zu gut für dieses Spiel hier. Der sollte mal nicht so gut. Och ne, jetzt kommt doch schon wieder irgendein Alarm. Ne, geh weg. Okay, der macht das. Dann renn ich mal nach da oben. Schnell, bevor wir sterben. Hier ist nämlich niemand. 6, 7, 7, 6, 5. Sehr schön, muss ich hier hinten hin? Natürlich nicht. Aber egal, wir gehen mal hier runter, gucken, ob hier irgendwas ist. Hier muss ich was machen, oder? Ah ne, da. Da links. Aua, Mann, die hat mich mit ihrer Zunge getötet. Oh. Ja, Lexi, nice try. Was für Lexi, nice try? Ich unten vorkommst, aber da gerade unten vor gehen kam, richtig, Lexi. Ja, wait, als ob das jetzt deine neue Taktik wird, Leute abzustechen und sagen, ja, Lexi, come on, warum bist du so trash? Ich war oben gerade bei dir mit dem Abwehrraum. Ja, das heißt nicht, dass du Granger gerade einfach umlegen konntest und direkt reporten, ne? Ich war total mit ihr im Abwehrraum. Du bist mir doch auch gerade entgegengelaufen und dann darunter, da war noch alles in Ordnung. Ich sag mal so, ne, Lexi, ich gehe in Admin rein, bin immer noch drin, mach es auch still, Liam geht immer noch in Admin drin. Ja, aber du warst ja nicht die ganze Zeit mit Liam, du bist mir allein entgegengekommen und dann yeah. Findest du eine Leiche. Ich glaube, da kann sich Lexi nicht mehr so gut rausreden. Stehen sehen, ne? Am Abbild-Symbol, Abbild-Dings, ne? Ja, aber guck, ich sehe unten einen Comps drin, unten einen Storage drin, ne? Ja, wow. Unten aus Storage einmal raus. Ich gehe also runter, einmal ich unten einen Comps Leiche, also kommt mir entgegen aus Comps rausgelaufen. Aha, warum gehst du nicht zum Emergency Call dann? Den Emergency Call, weil ich gleich mal wieder alle reporten kann. Ja, also erstmal dem Typen, der entgegenlaufen. Also Marc, das klingt sehr komisch. Ey, Papa, hast du eh immer, glaube ich. Hab ich schon nie dargestellt. Scheiße. Ey, immer, ey, ich gehe dir das wie so zitter und dann läuft Marco genau Lexi da lang. Lexi ist so schlecht, die fallen jetzt selbst als Imposter.